Hallo und herzlich willkommen zum DJ Workshop mit Anni, die Frau nennt man zuerst, und Jerome. Geht's dir gut? Ja, dir auch. Mir geht's auch gut. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge, Folge 1 DJ Workshop. Und es wird spannend. Wir haben es ja schon einmal kurz probiert. Aber an sich lernst du es quasi wirklich von der Pike. Du hast noch nicht so viel Ahnung davon. Hast es irgendwie mal hin und wieder mal probiert, aber das war es bisher schon. Oder hast du irgendwelche weiteren Erfahrungen mit dem Auflegen? Nö. Nö. Gut. Ja, also ich würde sagen, ich erzähle euch mal, wie wir es jetzt die nächsten Male machen. Wir haben mehrere Ausgaben. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es werden, aber am Ende werde ich irgendwann merken, okay, wir sind jetzt durch, wir haben jetzt alles gelernt. Das oberste Ziel ist es quasi, ein, zwei Übergänge machen zu können, ganz alleine. Das machen wir aber nicht heute, sondern in den nächsten Folgen auf jeden Fall lernen wir das Ganze. Ich bin so ein Fan davon, dass man es wirklich von der Pike auf lernt. Dementsprechend würde ich quasi heute alles einmal zeigen, mit dem technischen Anfang. Und vielleicht machen wir am Ende der Sendung sozusagen das erste Mal ein bisschen einen richtigen Übergang. Das heißt, wir werden heute in den nächsten 45 Minuten definitiv mehr das Technische lernen und herausfinden, was ist das hier überhaupt, was ist der Mixer, was sind die CD-Player etc. etc. Das machen wir heute. Hast du schon irgendeine Ahnung, was sein könnte? Ja, so ein bisschen. Ich weiß, wo der An- und Ausknopf ist und ich weiß, wo ich Songs auswählen muss und wo ich die BPM-Zahl anpasse. Das ist ja schon mal immerhin etwas, ne? Finde ich schon mal ganz gut. Wir können ja einmal sehen, wir haben einmal die Recordbox-Übersicht. Das heißt, ihr werdet einmal sehen, ich habe einen kleinen Ordner eingerichtet, DJ Workshop. Da habe ich ein paar Titel reingepackt, die quasi wir hier whitelisten können, damit wir hier das Video auf jeden Fall auch online behalten können. Dann haben wir die Mixer-CD-Player-Ansicht. Das heißt, ihr seht auf jeden Fall hier, was hier so steht. Das ist ein Pioneer Deck, ein CDJ-2000 Nexus 2. Das Ganze haben wir zweimal links und rechts und in der Mitte ein Mixer. In diesem Fall ist es ein DJM-900, auch ebenfalls Nexus 2. Die gehören quasi zusammen, sind in einer Serie rausgekommen sozusagen. Wir arbeiten halt komplett mit Pioneer. Das ist jetzt nicht irgendwelche doofe Werbung, sondern das ist so ein bisschen State of the Art. Also im Grunde genommen haben wir hier wirklich das Setup stehen, das auf Festivals steht, in Clubs steht, auf jeder Veranstaltung steht. Es gibt auch sicherlich irgendwie DJs, die halt mal mit dem Controller arbeiten. Ich habe bei meinen Livestreams auch immer mal gerne mit dem Controller gearbeitet, aber State of the Art sind wirklich drei Einzelgeräte, die du bei Pioneer erwirbst. Die haben sich ein Monopol aufgebaut. Es gibt natürlich noch andere, die das machen, die auch CD-Player herstellen, wie zum Beispiel Denon, Numark etc. etc. Aber Pioneer ist halt wirklich so überall vertreten. Wir arbeiten auch ebenfalls mit Recordbox zusammen. Das ist ebenfalls eine Pioneer-Software, die du auf dem MacBook sozusagen nutzen kannst. Wir haben das Ganze jetzt gelinkt. Das würde ich irgendwann separat mal in einer Folge erklären, wie man sowas macht. Ich habe nämlich selbst letzte Woche relativ lang daran rumgedoktert, bis ich es hingekriegt habe, quasi die CD-Player als MIDI-Controller zu benutzen. Aber das geht jetzt alles ein bisschen noch schon zu weit. Wir wollen nämlich heute von der Pike anfangen. Und zwar, was ist das? Mixer? Exakt, das ist ein Mixer. Das heißt, alles, was von diesen beiden CD-Playern kommt, geht raus in diesen Mixer. Das heißt, wir haben hier vier Kanäle, wir haben aber nur zwei CD-Player, deswegen sind wir in diesem Fall, haben wir hier auf Kanal 2 und 3 den linken und hier den rechten CD-Player angeschlossen. Die anderen beiden sind quasi tot. Da könnte man, was weiß ich, irgendwie noch zwei CD-Player anschließen, Plattenspieler, irgendwelche Geräte, die auf jeden Fall Ton erzeugen, die kann man theoretisch anschließen. Ja, immer sehr gerne. Also, du hast ja jetzt gesagt, wir nutzen 2 und 3. Wenn ich irgendwo mal auflege auf dem Festival, woher weiß ich, dass ich 2 und 3 nutzen muss? Naja, entweder der Stage Manager sagt dir, dass die CD-Player auf den und den Kanälen sind. Auf dem Festival, wie du es gerade erwähnt hast, stehen sogar meistens 4 CD-Player. Das heißt, es ist wirklich so angeordnet, wie du es siehst. 1, 2, 3, 4 von für dich links nach rechts. In dem Fall haben wir nur 2, weil im Schnitt nutzen wir ja auch überwiegend nur 2. Wir lassen halt einen Song in den nächsten laufen und zurück. Das ist ein Beat-Matching, Auflegen, ein A zu B, B zu A-Mixing.
Das ist der ganz normal klassische Job eines DJs. Es gibt noch, nicht zu verwechseln, den Selector, der wählt quasi Songs aus. Das heißt, du kannst theoretisch auch irgendwo stehen beim Tanztee und suchst dann Songs aus. Dann bist du noch kein richtiger DJ, eher ein Selector, wie soll man es sagen. Aber ein DJ mixt quasi Songs ineinander. Und da gehen wir jetzt schon mal, wie gesagt, in die Materie ein bisschen rein. Wir mixen die Songs halt, deswegen brauchen wir auch einen Mixer. Fast so wie beim Haushalt, aber hier mixen wir statt Salat oder irgendwas zwei Songs zusammen. Genau, wir haben, ich will nicht jeden einzelnen Knopf erzählen oder erklären, wir haben hier die Mikrofon-Section, wenn ich das jetzt hier ausschalte, dann hören wir nichts. Das sind Effekte, die dazu kommen wir später, also diese ganze Section hier, die werden wir später behandeln. Das ist für den Kopfhörer, der steckt hier drin. Ich habe jetzt hier Sennheiser HD25-2. Das ist auch so quasi so ein Standard-Kopfhörer. Und das ist hier die Kopfhörer-Section, das ist Level, also sprich die Lautstärke, wie laut ich die Musik in meinem Kopfhörer höre. Dazu gehört, und das ist relativ wichtig, die Q-Tasten hier. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann höre ich auf meinem Kopfhörer quasi das, was ich hier aktiviere mit der Q-Taste. Das heißt, ich höre wirklich nur diesen Kanal über die Kopfhörer. Wenn ich hier auf Q schalte und hier Q drücke, höre ich nur diesen Kanal oder nur diesen Kanal oder beide Kanäle. Hier würden wir nichts hören, hier ist ja nichts angeschlossen. Oder wir können den Master, das ist der Master. Das bedeutet, alles, was hier reinkommt, also von den CD-Playern geht was in den Mischer, hier auf Kanal 2 und 3. Die Kanäle gehen quasi in den Master rein und das ist das, mein Mikrofon, die Musik, die von hier kommt, geht alles hier rein und wird in einem Stereo-Mix wieder rausgeschmissen. Okay, soweit klar? Ne? Das heißt, alle Audiosignale, die man hat, ob nun Musik, Sprache oder was auch immer, alles, was von diesen vier Kanälen plus Mikrofon kommt, geht in den Master und alles, was gleichzeitig läuft, wäre ein Signal für das Master-Signal, sozusagen, also für den Master, so nennt man es halt. Wir haben hier die vier Kanäle, das ist die Lautstärke. Wenn wir jetzt einen Song anmachen und auf unten hörst du natürlich nichts, so hättest du ein Signal, so wäre es wieder aus. Du hast bei jedem Kanal dieselbe Anordnung, die unterscheiden sich nicht. Kanal 1 bis 4 hat wirklich exakt dasselbe. Das heißt, du hast ganz oben einen Trim, der auch nochmal zusätzlich eine Lautstärke gibt. Aus ist aus. Ne, das Infinity-Zeichen sozusagen, wirklich ist nichts mehr zu hören. Und dementsprechend hier kannst du halt nochmal lauter machen. Denn im Schnitt, wenn du den laufenden Song, der laufende Song ist im Schnitt hier komplett an. Und nicht jeder Song ist gleich laut, deswegen trimmst du ihn quasi nochmal etwas, justierst du nochmal nach. Ähnlich machst du das mit der EQ-Section. Eine EQ-Section bedeutet Equalizer. Super wichtig, später fürs Mixing sowieso, aber auch, um die Songs alle ungefähr, ja, wie soll man sagen, in denselben Klang zu bringen. Um und bei. Also wenn es auf 0 ist, also auf 12 Uhr, ist es 0. Dann ist es genauso, wie der Song produziert wurde, so wie er von CD oder in der Datei ist. Was macht die Equalizer-Section? Du hast die Bässe zum Beispiel hier unten. Jetzt hörst du keine Bässe mehr oder drehst es halt ganz auf. Macht man bei den Bässen aber im Schnitt nicht. Warum man das nicht macht, ist eigentlich tatsächlich, im Schnitt sind die Bässe tatsächlich immer ganz gut, also die Bassfrequenzen, da müsste man nochmal einen Tontechniker fragen, aber die Bassfrequenzen geben dir nicht viel mehr, weil das sind ja alles Wellen, die durch die Lautsprecher kommen und die sind so langsam, die Wellen, dass wenn du es aufdrehst, du gar nicht so viel mehr Bass hörst, du hörst etwas mehr Bass, aber es ist nicht so doll wie zum Beispiel bei den Höhen, das sind schnelle Wellen. Es ist mehr Bass, ja. Braucht man aber nicht, also wirklich nicht. Du hast die Mitten, das heißt, du hast jetzt nur noch die Höhen, das du hörst, und den Bass, so den Kick, den Bass als Instrument. Und alles andere spielt sich tatsächlich viel im Mittenbereich ab und du hast die Höhen. So ist der Song relativ dumpf. Ja? Wenn du sie ganz aufdrehst, hörst du so ein Harsch, so ein ne? Dementsprechend, so ist es halt, wie der Song kreiert wurde. Du musst tatsächlich niemals, ich habe auch selten einen Song wirklich ganz
es irgendwie auf 6 machen müssen. Also so heutzutage sind die alle so gut produziert, dass man gar nicht mehr so viel mit dem Equalizer machen muss. Aber im Schnitt kannst du beim Mixing selbst definitiv damit was machen. Vorzugsweise vor allem mit dem Bass. Da kommen wir dann später zu. Wie gesagt, die Effekte, die lassen wir jetzt weg. Das hier ist alles Crossfader. Das machen wir alles später mal. Das ist die... für den Monitor, wie laut wir den Monitor hier hören, weil es gibt ja noch eine einzelne Box, die der DJ immer neben sich hat, das nennt man Monitoring. Das ist nicht das, was die Leute draußen hören, sondern wirklich nur, was der DJ selbst, so laut er möchte, hören kann. Genau. Und dann hast du halt noch den Master, ebenfalls nochmal mit einem Level, das heißt, wenn du hier voll aufdrehst, könntest du hier theoretisch auch nochmal voll aufdrehen, aber Musik geht niemals über 0 dB. Das heißt, je lauter du es machst, die Waffform, vielleicht können wir nochmal kurz auf Recordbox schalten. Das hier, was hier läuft, das hier ist eine Waffform. Und wenn du die ist jetzt auf 0 dB produziert, wenn du sie quasi nachträglich, weil das geht ja aus dem MacBook raus, in dem Fall in den CD-Player, und der CD-Player spuckt das, was wir sehen, auf 0 dB raus. Und wenn du es dann quasi nachträglich manipulierst, was du dann ja am Mixer machst, wenn wir jetzt wieder zum Mixer kommen, dann und das lauter machst, wird das, was du dort als Waffform siehst in Recordbox, wird immer größer. Und wenn du es hier noch mal größer machst, dann hast du irgendwann das. So, zum Beispiel. Weil halt es einfach zu laut wird. Gut. Das zu den Funktionen, zu den Kanälen. Hast du dazu noch mal eine Frage? Nee, alles ganz klar. Alles ganz klar erklärt. Sehr gut. Ja, wir haben die CD-Player. Also wir sind beim Mixer gewesen, jetzt kommen wir zu den CD-Playern. Wir haben das große, der große Teller in der Mitte. Wie heißt das Ding? Teller? Ja, nicht ganz. Jogwheel, also quasi Bedienrad, wenn du es so nimmst. Jogwheel. Das ist super wichtig fürs Mixing ebenfalls. Dann hast du Hot Cues, dazu würde ich tatsächlich auch in einer anderen Folge kommen. Das ist alles weiter advanced sozusagen. Aber wenn wir im Easy, im Anfängerbereich erstmal arbeiten, ist wichtig für dich, sind diese beiden leuchtenden Tasten. Die Cue-Taste wiederum. Jetzt machen wir das auch an. Wenn du es wieder loslässt, geht er wieder quasi zurück an die Stelle, wo du den letzten Cue gesetzt hast. So. Und wofür brauche ich das denn? Wofür brauche ich das denn? Das zeige ich dir gleich. Du hast die Play-Taste und wenn du da drauf drückst und wieder loslässt, sozusagen, also nur einmal drauf tippst, dann geht der Song los und hört auch nicht mehr auf, sondern erst, wenn du wieder auf den Cue drückst, geht er wieder zum Anfang hin. Das brauchst du nämlich, weil du hörst ja erstmal beim Kopfhörer vor. So, der laufende Song läuft zum Beispiel rechts. Das ist das, was die Leute draußen hören. Sie sind alle am Tanzen. Du hast den Kopfhörer auf und hörst über diese Cue-Taste ja nur den Song hier. Quasi den Song, den die Leute draußen noch nicht hören. Und da du erstmal das Tempo angleichen musst, um einen Song mixen zu können, musst du immer wieder zum Anfang springen, sozusagen mit der Cue-Taste, um wieder von vorne beginnen zu können. Das ist super wichtig, weil sonst, wenn du nämlich die Play-Taste nur drücken würdest, dann hört er da auf, wo du gerade bist und dann musst du immer wieder zurückspulen. Und deswegen gibt es die Cue-Taste, quasi immer wieder zu diesem Punkt zu gelangen, wo du anfangen möchtest zu mixen. So, jetzt tut er hier nämlich gerade gar nichts mehr, okay. So. Genau. Wie eben schon angesprochen, du hast hier auch tatsächlich den Geschwindigkeitsregler, den Pitch-Regler. Wenn du das Master-Tempo hier anklickst, also wenn das rot leuchtet, dann ist es so, dass der Ton gleich bleibt. Ich zeige es jetzt mal an einem Beispiel. So. Damit machst du den Song schneller. Wenn du es anklickst, also es rot leuchtet, dann wird er schneller oder langsamer. Hast du gemerkt, dass es schneller wurde? Das mach ich mal ganz langsam. Ja, was? Hörbar für dich? Ein Glück, weil dann können wir nämlich weitermachen. Wenn das nicht hörbar für dich gewesen wäre, dann hätten wir hier wahrscheinlich nach der ersten Folge abbrechen müssen. So, du kannst damit, wie gesagt, den Song schneller oder langsamer machen. Im Schnitt hat der Song... Ja, bitte. Also ich muss immer darauf achten, dass es dann leuchtet, weil sonst macht er nichts, oder was?
Pass auf, wenn er nämlich nicht leuchtet, dann machst du den Song nicht nur schneller, sondern er verändert auch seine Tonart. Ich gehe mal dahin, wo schon die Akkorde sind. Hast du die Chipmunks? Ja. Exakt, genau. So, und deswegen im Schnitt lässt man den Song irgendwie ungefähr in der Geschwindigkeit, wie er produziert wurde, plus minus, keine Ahnung, 4-5 BPM kann man gehen. Alles andere wird irgendwann nicht mehr gut klingen, auch wenn du den Ton gleich lässt. Ja, du hast eine Frage? Ja. Aber rein theoretisch muss man das doch immer anklicken, dann den Master, oder? Also gibt es auch irgendwo Situationen, wo du den nicht anmachst? Nee, ich lasse es tatsächlich eigentlich immer an, weil ich wirklich die Tonart beibehalten möchte. Ich bin ein DJ, der tatsächlich mit Tonarten mixt. Also wenn ich einen Song habe, der A-Moll ist, dann wird der nächste Song also im Quintenzirkel sein. Auch A-Moll für diejenigen, die ein Instrument spielen, D-Moll oder E-Moll oder C-Dur, F-Dur, G-Dur. Das ist aber natürlich. B-Moll gibt es nicht. Es gibt Schiss-Moll. Also, es ist, doch, es gibt auch B-Moll tatsächlich, aber der ist nicht im Quintenzirkel, also quasi verwandt mit A-Moll zum Beispiel. Deswegen, okay. Ja. So. Ich arbeite nach Tonarten. Wenn es dir egal ist, ist es auch nicht so schlimm. Wenn du jetzt nicht gerade große BPM-Sprünge machst, kannst du es auch weglassen. Ich lasse es immer drin, weil ich kenne tatsächlich von jedem Song, den ich spiele, die Tonart und deswegen hangel ich mich etwas an den Tonarten entlang. Das ist bei mir zumindest, das ist wie so eine, ich bin der kleine Monk, der Musikmonk. So. Genau, das ist im Groben erstmal das, was du bräuchtest, um überhaupt einen Übergang machen zu können. Kommen wir nochmal zum Jogwheel, sehr, sehr wichtig. So, der Song läuft. Wenn du das Jogwheel drehst, und zwar quasi im Uhrzeigersinn, machst du ihn auch schneller für einen kurzen Moment. Hörst du das? Mhm. Ja? Und umgekehrt, gegen den Uhrzeigersinn wird es langsamer. Und dann geht er wieder quasi zu Nullpunkt zurück, da wo du es hier eingestellt hast. Jetzt, wenn wir jetzt bei Null bleiben, 125 BPM, sieht man auf dem Display, dann würde er quasi zwar kurz schneller werden, aber grundsätzlich wird er gleich wieder zurück zu 125 BPM gehen. Genau dasselbe mit langsamer. Das ist super wichtig, wenn du einen Übergang angleichen möchtest, weil du startest ja den nächsten Song nicht direkt immer auf der 1, sondern vielleicht einen Tick vor oder einen Tick da zu spät und dann kannst du nicht den laufenden Song, also niemals das Jogwheel beim laufenden Song benutzen, aber bei dem, der reinkommt, den du reinmixen wirst, da musst du ein bisschen feinjustieren, damit irgendwann das wieder im Takt ist. Du möchtest was sagen? Du siehst so aus. Außer ich bin Hip-Hop-DJ, ne? Dann mache ich so. Ungefähr so, als wenn du die Fenster putzt, so hört sich das dann so an. Genau. Ja, dann scratchst du. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich auch, du kannst ja auch den Vinyl-Mode einstellen hier. So. Aber auch da, wenn du mit Vinyl auflegst von damals, das imitiert ja quasi die Platte, hast du auch damals am Teller so ein bisschen gedreht oder so drauf getippt, um kurz langsamer zu werden tatsächlich. Also das ist, das Jogwheel imitiert schon das, was du klassisch mit der Schallplatte gemacht hast sozusagen. Genau. Hast du jetzt dazu erstmal nochmal eine Frage? Nein. Das ist gut. Das heißt, wir sind gleich am Ende unseres ganzen kompletten DJ-Workshops. Gleich wird sie den Übergang machen und sie ist DJ. Nein, also genau, das ist, nervt euch vielleicht, vielleicht habt ihr auch vorgespult, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man schon mal ein bisschen, bevor man überhaupt anfängt, schon mal ein bisschen Plan hat, was tun diese Regler? Das ist ja das, was ich am häufigsten höre von den Leuten. Mensch, das sind ja so viele Knöpfe. Sind es auch wirklich? Im Grunde genommen nutzt du aber wirklich die Kanäle inklusive der Equalizer, Start, Stopp, das Jogwheel, die Geschwindigkeit, die du ja anpassen musst, dazu kommen wir gleich. Und ja, keine Ahnung, vielleicht maximal noch Effekte. Das ist das, was du im Schnitt für Übergänge, für überhaupt das Auflegen brauchst. Alles andere sind Goodies, Hot Cues, Loops setzen etc. Dazu kommen wir aber wesentlich später. Wir fangen ja heute erst an und ich finde es gut, wenn man wirklich von der Pike auf weiß, was ungefähr ist, was es heißt und so weiter und so fort. Gut,
Genau, das heißt, wir haben jetzt erstmal die Grundlagen geschaffen. Kannst du ungefähr ahnen, wenn wir jetzt einen Übergang machen wollen würden? Wir haben einen laufenden Song. So, der läuft so vor sich hin. Wie würdest du von dir aus jetzt einen Übergang starten wollen? Was macht man? Die BPM-Zahl angleichen. Ja, also zuerst wählst du dir halt einen Song aus, der als nächstes kommt, logischerweise. Und dann, ganz richtig, die BPM-Zahl angleichen. Heutzutage ist es ja zum Glück relativ einfach. Du hast es ja auf jedem, ob es nun auf dem CD-Player ist oder bei Recordbox oder bei Serato oder bei Traktor oder was man auch immer gerne nutzt, wird es im Schnitt ja schon angezeigt. Du analysierst ja intern in der Software schon die Songs. Die zeigen dir die BPM zu 95% auch richtig an und setzen Beatgrids. Vielleicht können wir einmal auf Recordbox schalten. Und ich mache mal kurz Pause. Das hier sind Beat Grids. Es geht immer ein Strich mit zwei roten Dreiecken oben drüber und unten drunter und drei dünnere Striche. Der nächste, der vierte ist wieder rot. Warum? Weil das nach 8 oder 16 Zeiten sind. Nee, habe ich dir schon mal beigebracht. Schön, du greifst schon mal vorweg. Aber noch viel einfacher, der dickere Strich ist die 1, sollte zumindest immer die 1 sein. Denn ein Takt ist in wie viele Schläge aufgeteilt? 8? 4. Exakt. Du zählst immer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Viervierteltakt. Und im Schnitt hat, also Dance-Musik hat, glaube ich, zu 99,9% einen Viervierteltakt. Sehr selten, dass es da einen Walzer Dreiviertel gibt. Ne? Also insofern, du hast einen Viervierteltakt. Das ist das eine. Das heißt, du hast einen Takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Das geht den ganzen Song durch. Und das sind die Beat-Grids. Die Grids. So, und die sollten übereinander liegen, wenn wir das jetzt mal dahin schieben, beim Übergang, wenn die ungefähr so übereinander liegen, dann hast du definitiv schon mal das richtige Tempo bei beiden Songs, zum Beispiel. Ich habe eine Frage. Ja, sehr gerne. Und das, was du mir jetzt hier zeigst, das sehe ich da auf dem Display oder was? Du hast hier auf dem Display, hast du diese Grids auch? Genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Genau. Da hast du dasselbe. Und da du es ja eben angesprochen hast, dann werde ich da mal jetzt direkt rein grätschen sozusagen. Elektronische Musik, überhaupt Popmusik im Allgemeinen, ist im Schnitt schachtelmäßig aufgebaut. Das heißt, du hast, also ein Takt hat 4 Schläge und du hast, ich nenne das immer gerne Perioden. Klingt komisch, ist aber so. Du hast die, wie bei so einem USB-Stick, die 4, 8, 16, 32, 64, aber so weit geht man nicht, hast du die Perioden. Das heißt, nach 4 oder 8 Takten, 16 oder 24 oder 8, 32 Takten, passiert im Schnitt etwas Neues. Wir können ja mal zusammen zählen, dass du weißt, was ich meine. Ich starte jetzt mal den Song mit auf der 1, ne? 1, 2, 3, 4. Zweiter Takt, 3, 4. Dritter Takt. Vierter Takt, passiert was Neues vielleicht? Kommt eine Gitarre rein. Sechster Takt, 7, 8. Und jetzt zum 9. Takt passiert wieder was Neues. Und das setzt sich tatsächlich in fast allen Dance-Songs fort. Das kommt immer darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel im Techno- oder Tech-House-Bereich bist, da sind die Songs ja schon mal fast doppelt so lang als so ein poppiger Dance-Song sozusagen. Dementsprechend passiert nicht nach 4 oder 8 Takten etwas Neues, sondern vielleicht nach 16 Takten. So, aber im Schnitt kannst du davon ausgehen, dass wirklich gerade, ob das jetzt Strophe, Refrain, Intro-Beats, Outro-Beats sind, im Schnitt sind die immer danach aufgebaut. Das ist sehr, sehr wichtig, weil du nämlich so mixen solltest. Es gibt nämlich den normalen Radio-Edit. Das ist das, was du, wie der Name schon sagt, im Radio hörst. Der fängt meistens direkt mit der Strophe oder mit dem Hauptthema an, was auch immer. Da sind keine Beats vorweg, sondern da geht es eigentlich so direkt ins Break oder was auch immer. Das ist der Radio-Edit. Der ist im Schnitt auch relativ kurz, ne, weil im Radio alles immer ein bisschen schnelllebiger ist sozusagen, irgendwie 2,5, 3 Minuten, wie auch immer. Und dann gibt es aber noch die Extended-Mixe oder Original-Mixe. Und das sind die, die wir DJs benutzen tatsächlich. Und die haben immer am Anfang diese Beats, die du hier hörst, um es mixen zu können, weil
du quasi mit den, hier nennt man sie Intro-Beats, und am Ende des Songs, da wo der normale Radio-Edit aufhören würde. Mal vor. So, zweiter Drop, oder letzter Drop. Hier würde er normalerweise aufhören, und jetzt beginnen die Outro-Beats. Und das ist dann der Moment, wo ich das andere Lied reinpack in den Song, der läuft. Exakt. Du mischst quasi, du machst eigentlich die ganze Zeit als DJ überwiegend nichts anderes als quasi beim einfachen B2B-Mixen, also A zu B, B zu A, dass du quasi die neuen Song mit den Intro-Beats in den laufenden Song die Outro-Beats da reinmixt. Um und bei. Ne? Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Schnitt ist es so. Die Outro-Beats sind umgekehrt aufgebaut als die Intro-Beats. Die Intro-Beats, da beginnst meistens wirklich nur mit bisschen Kick-Snare. Dann kommt ein Instrument rein, wie wir es bei dem Song jetzt zum Beispiel haben. In den zweiten 8 Takten der Intro-Beats ist schon ein bisschen mehr drin, quasi fast schon wie so ein Instrumental des Drops, wenn man es so nehmen möchte. Und dann geht es in die erste Strophe. So ist tatsächlich, sind viele Dance-Songs aufgebaut. Wir können ja nochmal in die Recordbox-Ansicht gehen. Und dann hast du hier zum Beispiel bei dem Loud Luxury-Track, das ist alles Intro-Beats. Hier sind 8 Takte vorbei, hier sind 8 Takte vorbei. So, da setze ich immer noch einen Hot Cue, dazu kommen wir aber später. Hier beginnt normalerweise der Radio-Edit. Hier beginnt quasi die Strophe, vielleicht ein Refrain oder was auch immer da so drin ist. Und dann hast du irgendwann hier, da wo es wieder fetter wird, da sind auch Drums drin. Das heißt, das ist der Drop, wie man es nennen mag, oder der Chorus oder ne, also der Refrain auf Deutsch, oder ist ja auch noch nicht mal Deutsch, aber, ne, aber hier ist quasi ein bisschen das Hauptthema. So, dann kommst du in das zweite Break oder in die zweite Strophe. Die ist dann noch ein bisschen anders. Hier ist ein bisschen mehr Beat im Refrain oder wie auch immer. Dann hast du den zweiten Drop. Manchmal ist danach auch Schluss. Dann wäre aber der Song relativ kurz. Hier ist nochmal sogar ein drittes Break mit dem Refrain. Und dann kommen hier schon die Outro-Beats. Ein anderer Song zum Beispiel, also wenn wir jetzt im poppigeren Bereich sind, da habe ich immer hier so, was ich, Take My Hand zum Beispiel. Ich weiß von einem fantastischen Künstler aus Deutschland. mit reingepackt. Hier sind die Intro-Beats, also ähnlich aufgebaut. Dann hast du hier quasi das erste Break. Hier geht es zum ersten Drop. Zweites Break, zweiter Drop. Und hier dann die Outro-Beats. So sind sie im Schnitt alle, ach nee, es war Light. Habe ich jetzt leider, Take My Hand. Genau, wollte ich reinziehen. Nicht schlimm. So, hier, ähnliches Prinzip, Intro-Beats. Na, da sieht man es ja noch besser, ne? Da sieht man es noch besser. Bisschen weniger drin, hier kommt offensichtlich eine Kick mit rein. Erstes Break, erster Drop, zweites Break, zweiter Drop und hier die Outro-Beats. Ich mache meine Outro-Beats immer relativ kurz, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ja. Sehr gut. Dann hast du natürlich, wir reden ja jetzt von kommerziellerer Musik sozusagen, hast du jetzt zum Beispiel die Because You Move Me von Tin Licker, die ja ganz bekannt ist. Technoide Sachen sind ein bisschen anders aufgebaut, aber im Schnitt siehst du auch trotzdem, du hast irgendwie eine Art Intro-Beats, du hast das erste Break, du hast den ersten Drop, der sehr lang gestaltet ist, du hast einen zweiten kurzen Drop, zweites kurzes Break und einen zweiten Drop und hier, wo es wieder ein bisschen roter wird sozusagen, sind irgendwie auch wieder die Outro-Beats. Also auch wenn sie ein bisschen anders aussehen im Schnitt, sind sie doch alle relativ ähnlich aufgebaut. Es ist sehr theoretisch, es nervt vielleicht ein bisschen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt endlich einen Übergang machen, aber ich glaube, dass es gar nicht so unwichtig ist, dass man versteht, wie ist denn überhaupt elektronische Musik im Schnitt aufgebaut. Selbst R&B-Hip-Hop. Du hast ein Intro irgendwie, weißt du so, du hast dann auf jeden Fall so den ersten Rap-Part oder was, dann kommt der Refrain, den zweiten Rap-Part, Refrain und dann ist der Song auch zu Ende. Also es ist immer irgendwie ähnlich gestrickt. Manche Pop-Songs hast du nochmal einen C-Part, eine Bridge, was weiß ich. Aber grafisch siehst du immer 2 große leere Stellen und 2 Stellen mit Drums, Drop, Kick, was auch immer da drin ist. Genau. Gut. Das heißt, wie du eben schon richtig erkannt hast, man mixt den nächsten Song, den du ja über Kopfhörer hörst, mit den Intro-Beats quasi in die Outro-Beats des laufenden Songs. Wollen wir das jetzt mal schon mal probieren? Nee, ich habe noch mal eine Frage. Sehr gerne. Also, wie ich ja jetzt gelernt habe, muss man ja die BPM-Zahl angleichen. Das heißt, rein theoretisch muss ich auch gucken, wie viel BPM hat mein laufender Song und dann kann ich da jetzt nichts reinmixen, was viel, viel schneller ist. Also ich steigere mich dann quasi.
Das ist dann, gehört dann zum Setaufbau sozusagen. Das wäre nochmal ein anderer Punkt, den man zu späterer Stunde besprechen kann. Dass zum Beispiel, wenn wir jetzt die Songs aus dem Pool hier, den wir hier haben, ein sehr langsamer Song ist dann hier zum Beispiel von Sono Trusting You. Die ist dann 121 BPM im Original bei 0,0 Gepitche. Und meine Nummer, die Light zum Beispiel, ist 142, das heißt, das sind 21 BPM Differenz und das lässt sich natürlich irgendwie mixen, klingt aber scheiße. So, das heißt, wie du deinen Worten ausdrücken wolltest, sollte man natürlich ungefähr 5-6 Tracks dazwischen haben, die wahrscheinlich alle immer etwas schneller sind, sozusagen, um auf vielleicht die nächste Ebene an Geschwindigkeit zu kommen. Man kann sagen, dass so Deep House, normale House, Tech House hat immer irgendwas zwischen 120 und 128 BPM, so roundabout. Ne? Ausnahmen bestätigen auch hier immer die Regel. So ab 128 BPM bis 140 ist im Schnitt so ein bisschen, ja, Abtempo-Bereich nennt man das, ist, was ich schnellerer Techno oder Bounce oder Psy, so die Richtung, fängt dann so ab 140, 138 BPM an, geht hoch bis 150, 150 zum Beispiel schon Hardstyle im Schnitt oder Hard Dance zum Beispiel, geht auch bis 170, 175 BPM hoch und alles drüber ist für mich Regen. Ne, da kommt dann irgendwie Frenchcore und Hardcore und keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich auch 50.000 Subgenres, die ich jetzt so grob jetzt nicht benennen kann und will. Aber im Schnitt. Los jetzt. Ja, hast du auch wieder richtig gesagt. Sehr schön, du bist eine fantastische Schülerin. So, wir haben einen laufenden Song, wir wählen einen anderen Song aus und dann muss man als erstes die BPM-Zahl angleichen, weil sonst, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man sie nicht angleicht. Wir nehmen mal jetzt einen Song, der passen würde, so. So, der laufende Song zum Beispiel, den haben wir auf 123 BPM beispielsweise. Der läuft. So, 1, 2, 3, 4. Wenn du das Tempo nicht angleichst und selbst wenn ich relativ gut die nächste Eins treffe. Genau, pass auf. Lass mal nicht, gleich mal nicht an. So, da würde, egal wer da vorne steht, kann dann irgendwann nicht mehr tanzen, weil man nicht mehr weiß, was ist das für ein Tempo, wonach soll ich mich jetzt bewegen? Ganz klare Sache. Und das passiert schon, wenn du 123 und 125 BPM nur Unterschied. Das sind nur so 2 BPM und schon hast du nach dem ersten Takt schon das Gefühl, das klingt nicht gut. Das heißt, du musst relativ präzise arbeiten. Selbst als Beispiel, wenn du 124, wird nach ungefähr anderthalb, zwei Takten nicht mehr gleich laufen. Man hört so dieses, das läuft immer weiter auseinander. Es läuft, es wird auch niemals, es wird vielleicht irgendwann wieder parallel laufen, aber wahrscheinlich nach 3 Minuten. So, das heißt, selbst wenn du einen halben Takt, auch das wird nicht funktionieren. So, du hörst, es dauert ein bisschen länger, aber irgendwann läuft es nicht mehr rund. Und dafür gibt es das Jog Mühe. Du könntest es auch so retten. Irgendwie, ne? Aber du siehst, man muss super präzise arbeiten. Das heißt, du kannst theoretisch noch nicht mal einen halben BPM Unterschied haben. Es wird, der Übergang wird nicht gut klingen. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen nicht unbedingt auf. Aber den meisten schon. So, dementsprechend musst du, wie du gesehen hast, absolut auf, also wirklich auf die Zehntel BPM angleichen. Ne? Das heißt, du hast links 123 bei dem Solo-Track und 123 bei dem Track von Jerome. Und dann wird es wahrscheinlich eher passen. Sind sie ja relativ gleich. So, jetzt sind sie genau aufeinander und sie werden höchstwahrscheinlich nicht auseinanderlaufen. So, Tempo bleibt relativ gleich. Hörst du irgendwas?
will mal gucken, ob du das raushörst. Gerade wenn hier die Kick einsetzt, was hörst du dabei? Sehr doller Bass? Ja, jein. Also ich glaube, du willst auf das hinaus, was ich meine. Es ist so, dass, was ich vorhin eingangs erwähnte, die Bassfrequenzen super wichtig sind. Denn wenn zwei Kicks übereinander liegen, warum auch immer, nicht nur warum auch immer, das könnte man wahrscheinlich mit den Wellen erklären, weil die sehr langsam sind, fängt es an, das nennt man zu phasen sozusagen. Dann sind die Frequenzen, die x'en sich gegenseitig so ein bisschen aus. Und insofern, es klingt komisch einfach. Wenn du die Kick rausnimmst gleich. So, ich nehme mal den Bass bei Give Me Wings raus. Ist ein bisschen klarer untenrum, ne? Du hast nicht mehr das Gefühl, dass es so wummerig wird, ne? So, das ist das Geheimnis mit den Bassfrequenzen tatsächlich. Du kannst prinzipiell die Mitten und die Höhen relativ gleich lassen. Das ist alles noch Feinjustierung, Spielerei beim Übergang und so weiter und so fort. Aber am wichtigsten sind tatsächlich die Bassfrequenzen. Es gibt so eine goldene Regel, die erste goldene Regel, die ich dir nenne, die kannst du dir ins Hausaufgabenheftchen schreiben, ist niemals Kick auf Kick. Also wenn du wirklich den vollen Ausschlag hast, das siehst du ja hier bei Recordbox immer, je roter es ist, desto mehr ist das eine Bassfrequenz. Keine Kicks übereinander legen, also wirklich, wo beide Frequenzen hier auf Null sind, sondern einer von beiden darf nur laufen. Das musst du im Übergang quasi auch switchen. Erste goldene Regel. Also, ne? Song auswählen, was dann? BPM-Zahl anpassen. Exakt. Dann hörst du es über Kopfhörer an, gehst Intro, Autobeats und so weiter, denkst an die 4 Takte, 8 Takte, 16 Takte Regel. Und dann ist es wichtig, dass du, wenn du mit dem nächsten Song, das ist ja, einer läuft für die Leute draußen, die hören ihn draußen. Und den nächsten, den mixt du ja schon mal die ersten 4 oder 8 Takte in deinem Kopfhörer ein und gehst dann da irgendwann vielleicht rein. Ab dem Moment, wenn du siehst, dass beide volle Kick haben, muss einer von beiden die Kick nicht mehr haben. Also da arbeitest du dann halt mit den Frequenzen. Wollen wir den ersten Übergang des Tages probieren? Ja? Okay, ich nehme mal einen anderen Song. So. Und ich gehe einfach mal jetzt, wir müssen uns ja nicht den ganzen Song anhören, ich gehe jetzt bei Sono, das heißt, dieser Track wird der laufende Track, den Leute draußen hören, und dann werde ich mal, du nimmst die Kopfhörer und du machst einfach mal einen Übergang, ohne dass ich was sage, und ich kommentiere das so ein bisschen. Was? Ich höre dich nicht. Genau, ich kommentiere das dann ein bisschen oder sage dir beziehungsweise am Ende, was du falsch oder richtig gemacht hast. Muss ich das hier machen? Um es zu hören, genau. Das, was du hören möchtest, das musst du dann, kannst beide hören, nur den, der reinkommt oder den laufenden. Mhm. So, ich gehe jetzt mal einfach so spät in den Song rein und dann kannst du dich ja langsam vorbereiten. Warte, ich gehe mal so in den... So, ganz kurz, wo würdest du, zeig mal hier, wo würdest du ungefähr reinmixen wollen mit dem nächsten Track? Genau, so in diese Richtung, exakt. Ja, dann have fun. Muss ich irgendwann jetzt hier aufdrücken? Was, du hast es ja eben selbst gesagt, du hast den Song ausgewählt, was machst du als nächstes? Exakt, BPM-Zahl. Okay. Du hörst es bei dir. Ja, noch nicht. 1, 2, 3, 4. Naja, aber du musst ja... Das nächste, was du tust, ist tatsächlich... das ist ja hier hinten, da wird der Übergang hörbar sein. Aber du musst vorher schon mal checken, ob das auch im Takt ist, ob es alles so passt. Ich schwung mal noch ein bisschen zurück. So, kannst du jetzt dann schon mal für dich selbst schon mal checken, ob es passt.
Perfekt, sagst du? Ja, dann mal los. Also kannst du ja gleich beim nächsten Block, kannst du dann ja theoretisch, wenn du sagst, es ist perfekt, kannst du den Übergang erstarten. Okay, siehst du, guck mal, doch ein bisschen, doch mehr als man glaubt, ne? Also man schiebt nicht einfach hoch. Dafür müsstest du wirklich sehr gut direkt auf die 1 treffen. Wenn du ihn einfach hochschieben möchtest, dann würde sich das so anhören. Moment. Sorry. Aber dann brauche ich ja vorher nicht irgendwas einstellen, wenn ich dann ja eh das so, hä? Naja, es gibt ja, wenn du jetzt wirklich da in den Block erst reingehst und vorher nichts eingestellt hast, dann fängst du an, da einzustellen, wenn du merkst, oh, das Tempo ist ja gar nicht gleich. Dann fängst du an, das Tempo anzugleichen. Dann bist du aber vielleicht hier schon in Takt 6 und da ist aber eigentlich Takt 5 noch, weißt du? Und dann fängst du an, die Periode schon mal zu stören. Sozusagen. Und ja, dann mache ich das jetzt so, wie es sein genau, soll. Genau, mach einfach mal, wie du glaubst. Und dann hören wir uns das mal an und dann sprechen wir darüber, was da passiert ist. Okay? Okay. Du brauchst die Kopfhörer, nicht? Naja, du hörst doch. Also im Schnitt würde ich die ersten 4 bis 8 Takte im Kopfhörer erstmal nur für dich selbst hören, ob es passt. Und dann ziehst du langsam hoch. Aber denk an die Bässe. Der laufende Song sollte erstmal keinen Bass haben. Nehmen wir jetzt schon raus, ja? Nein, mach links. Links ist aus. Was hast du gesagt? Das hört sich scheiße. Ja. Versuch doch mit dem Jogwheel zumindest das in den Takt zu bringen. Mach mal erstmal das. Ist aus. Ich kann ja einen Loop ansetzen. Ist jetzt im Takt? Takt ist es. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass die Leute jetzt schon so vor dir stehen. So. Das heißt, was hast du falsch gemacht, obwohl du es selber richtig gesagt hattest? Du hörst, oder was ich dir geraten hatte, erstmal im Kopfhörer hören, ob es richtig ist. Was du gemacht hattest, war schon leider direkt schon zu früh vor der 1 gedrückt, deswegen war es nicht im Takt, das ist ja auch nicht so schlimm, das lernst du ja. Aber dann hast du relativ im zweiten Takt schon einfach hochgezogen. Und das war der Fehler. Das heißt, du hörst im Kopfhörer so lange, das Beat-Matching nennt man das, bis es matcht sozusagen und dann machst du den Übergang, dann ziehst du langsam hoch. Okay. Zum nächsten 5, also nach 4 Takten, nach 8 Takten, so kannst du es machen. Wollen wir das nochmal probieren? Mhm. Toll. Eine sehr engagierte Schülerin. Okay, so alles auf 0. Durchgemischt. So, los geht's. Im Takt? Ne, ist wirklich. Es war der Loop am Ende drin, den ich vorhin eingestellt hatte. Das war nicht dein Fehler. Es war im Takt, definitiv. Hast doch geschmeidig hochgezogen. Du hast vergessen, die Bässe zu wechseln. Aber das ist ja. Ja, ich habe ja gesagt, alles auf Anfang. Kein Problem. Immer darauf achten. Das sind so wirklich so 2, 3 Regeln, die man
bei jedem extra, wirklich bei jedem Übergang einmal checkt. Ja, okay, das heißt, wenn der Song fertig ist und der kommt, dann schiebe ich den wieder hoch. Ja. Also rein theoretisch schiebe ich den hoch und da rein mache ich beides gleichzeitig. Nee, du gehst ohne Bass quasi rein. Also es gibt natürlich verschiedene Wege, wie du den Übergang gestalten kannst. Jetzt will ich noch mal. Ja, bitte. Okay, wollen wir andere Songs nehmen? Ja. Okay. Dann nehmen wir. Ja, nehmen wir nochmal meinen Song und. Ja, sind das, ah, den lauten Luxury Song zum Beispiel. So. Ich gehe einfach mal jetzt so ins. Du hast noch ein bisschen Zeit. Was? Du, wo würdest du hier reinmixen bei dem laufenden Song? Da bei dem ersten. Nein, das ist der zweite Drop. Da beim Grün? Hä? Nee, da hinten. Genau, beim Roten. Genau, ist immer so geil, wie die Leute schreien, wenn sie Kopfhörer auf. So, genau, hier hinten würdest du langsam reingehen mit dem Intro, mit den Intro-Beats sozusagen. Und jetzt lasse ich dich einfach wieder komplett, lasse ich dir mal freie Hand. So, du hast ja theoretisch noch ein bisschen Zeit. Kommt ja dann noch das dritte Break. Wie findest du diesen Übergang? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, also du merkst, es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, das Ding ist, ja? Ich hätte ja eigentlich noch eine Minute gar nichts machen müssen, oder? Du hast ja, also ich hätte noch viel länger laufen lassen müssen, weil wenn ich den jetzt zu früh starte, dann läuft der ja schon und dann kommt schon der Refrain und trotzdem läuft der noch. Exakt. Deswegen, du hattest mir gezeigt, dass du hier anfängst reinzugehen, bist aber hier schon reingegangen. Deswegen bist du quasi mit dem nächsten Song schon komplett in den zweiten Drop. Da kommen wir eigentlich schon zur zweiten. Also hast du leider und zum Glück den richtigen Fehler gemacht. Wir kommen zur zweiten ganz großen Regel. Die erste war ja die Bässe quasi, dass man darauf achtet, dass das niemals Kick auf Kick läuft. In voller Lautstärke, also im voller Frequenzbereich Lautstärke sozusagen. Und das zweite ist, niemals quasi Gesang in Gesang, und das dazu gehört auch nicht, dass du in einen laufenden Drop quasi einen Übergang startest. Das irritiert die Menschen. Das machen DJs heute noch. Also, okay, wir sind kurz vor Ende. Wir sind kurz vor Ende. Willst du noch einmal einen Übergang machen? Also, wo willst du langsam reingehen? Ja, da beim Rot. Okay, gut. Dann starte ich auch erst den hier, ne? Exakt. Ich spule mal jetzt schon mal direkt ein bisschen weiter vor. Und dann bin ich gespannt auf den Übergang. Also, du warst relativ gut im Beatmatching. Das war wirklich so ein Millimeter versetzt, ist aber okay, das lernst du. Du hast zumindest versucht, mit dem Bass drauf zu achten. Das ist auch schon mal gut. Merken, immer machen. Und vor allem, sehr, sehr wichtig, du hast die Perioden eingehalten.
Das hat ja, als der Song zu Ende war, war genau da der Anfang des Breaks von Give Me Wings. So, ich glaube, wir sind auch am Ende. So, und wir machen in Folge 2 werden wir natürlich nochmal weiter Übergänge üben. Wir werden das perfektionieren und also das reine Beatmatching, und dann wird es immer weiter gehen. Wir werden immer mehr und weiter lernen über die Musik, über die Übergänge, und nach werden wir immer mehr Tipps und Tricks vom Profi bekommen. Und am Ende, mein persönliches Ziel für das Ganze ist, vielleicht brauchen wir 10 Folgen, vielleicht brauchen wir länger, keine Ahnung. Ich werde auch irgendwann nochmal erklären, wie es mit Recordbox funktioniert, wie man vielleicht. Vielleicht gehen wir auch einmal zusammen live und dann gucken wir mal, wie könnte man, oder ich gebe Tipps und Tricks bei anderen, das können wir alles nochmal machen irgendwann. Aber das große Ziel ist für mich, dass wir irgendwann quasi ein Set zusammen auflegen können, weil du dann irgendwann so sicher bist mit dem Auflegen. Das wäre mein persönliches Ziel, und dann wäre es die Stunde Null eines fantastischen, gut aussehenden DJ-Duos. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Stunde gefallen, die erste. Und ja. Ich finde, du hast das schon sehr gut gemacht. Ja, wirklich. Ja, dann willst du dich noch verabschieden? Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe nicht genervt. Nee, überhaupt nicht. Du hast genau die richtigen Fragen gestellt. Alles super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und nicht vergessen, abonnieren. Gerne mal einen Kommentar unterschreiben, was euch fehlt, ob ihr noch Fragen habt. Ich werde bestimmt in den nächsten Folgen alles beantworten irgendwie, aber ihr könnt ja direkt schon mal in den Kommentaren schreiben, irgendwie, was ihr noch wissen wollt. Vielleicht seid ihr ja auch schon Halbprofis oder wie auch immer. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig und ab Folge 6 steigt ihr erst so richtig ein. Ist aber nicht schlimm. Hier geht es wirklich from the scratch, also wirklich von Wissen 0,0 geht's direkt los. Vielen Dank, dass du da was mitgemacht hast, und wir sehen uns in Folge 2 wieder.